Moin zusammen und herzlich willkommen zur neuen Folge Green Hell, Spirits of Amazonia. So, nun kommt er irgendwie nicht so wirklich zur Ruhe, der Kamerad. Lass ihn einfach mal machen, er wird schon wissen, was er tut. Ah ja, ich würde da ganz gerne reinschwimmen, ne? Aber ich habe halt noch keine Möglichkeit, eine Ausrüstung oder sowas. So. Wer mitnehmen? Ich hatte hier vorne noch irgendwas gesehen. Ach, guck mal, hier ist eine Falle. Eine ausgelöste. Tötungsfalle haben wir sogar. Falle scharf machen. Wollen wir die Falle mal scharf machen? Wollen wir sie mal scharf machen? Ich mach sie mal scharf. So. Ich mach die einfach mal scharf. Ich weiß zwar nicht, ob mir das irgendwas bringt. Wahrscheinlich eher nicht. Aber falls er mal irgendwie ein Eingeborener reinläuft, dann weiß er gleich Bescheid. Gibt's da irgendwas zu finden, was zu sehen? Lager oder sowas? Können wir da mal ein bisschen runtergehen oder versuchen uns da mal schon runter zu wühlen? Vorsichtig, nicht, dass wir uns gleich die Achsen brechen. Müssen wir unbedingt gleich noch was essen. 5 Stunden noch. Oh, da müssen wir sowieso ein bisschen Gas geben. Essen. Ja, wir drücken uns mal wieder alles rein hier. Sammeln können wir ja immer noch. Das ist ja das Geile dran. Ist schon was zu trinken? Ja, Bidon leer. Schade. 5 Stunden drücken uns das auch. Komm, wir drücken uns sowieso alles rein. Guck mal, wir haben noch 5 Stunden. Und Wasser brauchen wir noch. Ansonsten sieht der Rest gut aus, dann lassen wir auch das andere Stück Fleisch noch. Gucken wir mal diese Höhle weiter durch. Vielleicht finden wir da noch ein paar Gegner oder einen Stamm oder ein Lager oder Kinder oder Nicht-Kinder. Ach, guck mal hier. Das ist so, ich sag, ne? Das ist garantiert irgendwie, wo wir nochmal tauchen gehen müssen. Mir fehlt eben da die Taucherausrüstung für. Und die wird es irgendwo geben, da bin ich mir sicher. Und hier haben wir überall Metall. Also Eisen da an den Wänden. Gibt es irgendwie einen Hinweis drauf? Nee, ne? Nee. Ich dachte, können wir vielleicht mal ein Rezept... Rezeptlos aus freischalten. Achso. Ach, hier hatten wir, glaube ich, noch mal das kleine Lager. 73% Stammesbogen. Austauschen. Wie viel hat der jetzt? 73. Achso, nee, halt verkehrt. So, jetzt ist wieder alles richtig. Ja, gut. Da ist auch alles in Ordnung. Hier war, glaube ich, auch eben ein Lager drin, wie ich mal sagte. So langsam wieder duster, glaube ich. Ach, guck mal, hier sehen wir die 2 Steine, an denen wir gerade vorbeigelatscht sind. Achso, an der Stelle sind wir. Okay, alles klar, dann weiß ich Bescheid. Trotzdem habe ich eben dieses Kind noch nicht gesehen. Und ich mache auch mal kaputt. Ich glaube, ich werde gleich jetzt mal ein bisschen schlafen gehen.
Dann gehen wir nächsten Tag weiter. Würde ich mal so sagen. Wieder schon wieder duster. Es war erst 18 Uhr, ne, 17.32 Uhr, also richtig früh pennen gegangen. So, aber was willst du machen? Wird der eh duster, ich sehe eh nichts mehr. Können natürlich noch mit der Fackel losrennen, aber solange wir schlafen können. Passt das, ja? Wir bis um 7. Ich bin thirsty. Das ist gut. Erstmal hier oben alles wegsöffeln. Plötzlich Hydration. Hydration ist gut. Ach so, warte mal. Ah, ich glaube, unser Fleisch ist. Na. Ja, das hatte ich natürlich wieder komplett vergessen. Aber ist nicht so schlimm. Zerstören, sammeln. So, wieder ein paar Gramm weniger. Nehmen wir, würde ich mal sagen, noch mal ein bisschen Wasser mit. Parasiten? Nee, das wollte ich nicht. Ah, jetzt ist es gut. Okay, alles klar. Sehr schön. Ja, da müssen wir, wie gesagt, nochmal rausfinden, wie wir das, wie wir den Giftfrosch da reinkriegen, ohne jetzt selber vergiftet zu werden. Und außerdem brauchen wir ja auch nochmal, was mir gerade mal auffällt, an diese komischen Wurzeln, damit wir Fasern herstellen können. Fasern brauchen wir nämlich dann wiederum für diese Pfeile. Zum Pusten. Ach, guck mal hier, das passt doch ganz gut. So, mal schauen. Paranus. Hier diese Fasern draus machen kann. Dann ist es dann wirklich gut. Die geben, glaube ich, ordentlich Fett. Jana. Der Platz im Rucksack war klar. Herstellen. Irgendwas können wir damit herstellen. Und wir haben schon wieder irgendwelche Viecher am Körper. Ein Platz im Rucksack. Ich glaube, ich will. Wir müssen mehr jagen gehen. Wir haben zu viele Pfeile. Und Igel brauchen wir. Also brauchen wir nicht. Zack. 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 Wir haben auch keinen Platz. Aber eine Paranuss können wir mitnehmen. Ja, die Paranuss passt. Okay, nun gut. Aber irgendwie müssen wir Fasern herstellen. Ich weiß auch noch nicht, wie man die herstellt. Wie viele Pfeile haben wir jetzt insgesamt? 23. Hm. Muss in der Nähe irgendwas sein. Aber ich sag ja, das sind wahrscheinlich so eine Spawnpunkte für die... für die Eingeborenen, beziehungsweise vielleicht auch irgendwie so eine Laufrouten. Weil die nämlich auch mal ganz gerne, auch gerne mal respawnen, die Biester. Und da haben wir schon wieder Infizierte, wollte ich schon fast sagen. Ich würde so gerne das mit einem Pfeil mal ausprobieren, mit diesem Blasrohr ausprobieren. Hala, hala, hiya, ja, ich, ha! Au! Fuck off me! Sorry, I can't! Get out!
Gar nicht erst die Chance geben zu schießen. Obsidian-Knochenklinge. Hatten wir nicht sowas in der Art auch was Gutes? Obsidian-Knochenklinge. Ah. So, nehmen wir. Hast du Pfeile im Körper? Oh, ey, du, dieses, wie bist du mal die Pfeile rauskriegst, ne, aus den Heinis. Ich weiß noch nicht, ob die Dörfer respawnen können. Ich will es nicht hoffen. Eigentlich würde dann auch wenig Sinn machen. Und hier fehlt noch irgendwas. Irgendwas müssen wir. Ach, da. Weitere 5 Punkte. Gehen wir hier weiter. Oh, 6 Pfeile haben wir verballert, okay. Aber war. Guck mal hier. Guck. Hier schön. This gift was stolen. Gabe wurde gestohlen. Da müssen wir uns auch mal ein bisschen ranmachen, weil wir haben da ja auch irgendwie. Diese ganzen Nachrichten ergeben dann ja auch wieder irgendwelche Rätsel und die kann man nachher lösen und. Da gibt es wahrscheinlich auch Sachen zu entdecken. Es kann ja sogar sein, dass es vielleicht sogar auch Hinweise sind nachher für die Teile. Vielleicht für die Funkgeräte. Weiß ich ja nicht. Hä? Achso. Hier einfach mal ein bisschen weiter. Eine Karte wäre mal schön, dass man sich so ein bisschen orientieren kann. Aber das scheint hier nicht so gegeben zu sein. Oder es kommt vielleicht später noch. Aber ich habe hier auch noch nicht viel gefunden. Ach, guck mal, da oben ist noch einer. Guck mal, da oben ist noch gerade ein Eingeborener. Ein guter aber. Hoffe ich. Ja, wir müssen überall so ein bisschen rumgehen. Ne? Das wird unsere Aufgabe sein. Hier überall ein bisschen rumlaufen und gucken. Injung, hast du Bock auf eine. Hast du Bock auf eine Banane? So, ich soll dir helfen, sagst du. Verwundete Stammesmitglied. Das Problem ist. Du brauchst. Ah, nee, das bringt nichts. Du brauchst. Irgendeinen speziellen Verband. Ascheverband war das nicht. Zusammen. Bekannte Frucht. Mama Daki. Oh ja. Maden? No Jakana. Oh. Mama Daki. Oh ja, ja, wurde anscheinend von der Schlange gebissen. Ja, stimmt. Haben wir da irgendwie. Nee, Blattverband macht keinen Sinn.
Lava können wir auch nichts herstellen als solches. Oder willst du eine Lava drauf haben? Ja. Essen zerstören, Maden. Hm. Wie war das jetzt hier noch mit den Schlangen? Warte mal, wir gucken einfach mal ins Buch. War das hier? Nee, das muss da gewesen sein. Kratzinfektionen, vergiftete Wunde. Kleine Giftmengen werden vom Körper mit der Zeit natürlicherweise neutralisiert. Bei größeren Giftmengen ist es nötig, ein Verband kommen jetzt mit einer Pflanze mit Antiveninen Eigenschaften einzusetzen und oder Verzehr des Produkts mit einer natürlichen antitoxischen Wirkung. Ja, aber welche Pflanzen sind das denn noch? Senken mit der Zeit Kondition verursacht Fieber. Ja, das ist eine gute Frage. Kann man den auch durchgucken? Nee, kann man nicht. Ja, der hat, wie gesagt, der wurde gebissen von irgendeinem Viech, aber wie krieg ich denn... Ich weiß nicht, welches... Warte mal, ich guck mal eine Sache. Ich hatte hier gerade irgendwo Tabak, glaube ich, gesehen. Oder diese komische Pflanze, die... Wie ist das? Warte mal, vielleicht... Ah, die war es, glaube ich, nicht. Zerstören. Nee, kann man nur zerstören, bekannte Blume? Das ist doch was anderes. Scheiße, was war denn noch gegen... Infektion. Also hier nicht gegen Infektion, gegen Bisse und so weiter. Da war irgendwas, ich meine was, so bei Schlangen, auch wenn du Schlangen bist oder grundsätzlich sowas hast, dann hast du damit immer neutralisiert. Aber ich weiß jetzt nicht mehr, was es war. Da kann ich ihm natürlich auch gerade jetzt nicht helfen. Harz. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass Harz da hilft. Wir können es natürlich mal ausprobieren, aber ich glaube es nicht. Harz ist, glaube ich, nicht. Ach, hier brechen wir höchstens die Knochen. Ja, wir können ja Harz mal probieren. Also, vielleicht haben wir ja das Glück, dass es Harz ist. Aber ich glaube nicht, dass Harz verbannt. Harz verbannt war das, glaube ich, nicht. Können wir mal ausprobieren. Herstellen. Das ist in Kombination mit einem Verband. Nee. Damit kannst du auf jeden Fall eine Fackel machen. Trockenes Blatt. Ist da auch nichts mit. Na gut, könntest du. Aber reicht. Nee. Herstellen. Haken. Weiß ich nicht. Ascheverband haben wir ja. Ascheverband war es eben halt auch nicht. Ich weiß auch gerade gar nicht mehr, wo ich wirklich bin, also. Ach, wie ging das immer? Ich überlege jetzt gerade die ganze Zeit, wie das ging mit den...
Mit dem Verband. Welcher Verband das war? Ach, guck mal, hier war das. Stimmt, hier war das mit diesen radioaktiven. Diesem radioaktiven Wasser. Oder mit dem, nicht mit dem radioaktiven, mit dem Wasser, aber mit dem vergifteten Wasser. Das mussten wir auch nochmal irgendwie fixen. Ich nehme Wasser auf einem Bett, dann sind wir nämlich tot. Musst du mich die Plastikteile nämlich einsammeln. Sind hier Plastikteile? Nee, ne? Plastikkanister? Da drüben ist Plastikkanister. Lass es mal oben rauf. Und links rum. Da waren mich auf jeden Fall Kanister, an die wir rankommen könnten. Das ist auch komplett gerespawnt hier. Das ist ja super. Ach, ins Wasser können wir. Ach, ins Wasser dürfen wir gerade nicht. Guck mal, da drüben müssen wir auch nochmal hin, auf jeden Fall. Ach, guck mal, da war. Guck mal, da wollten wir sogar mal ein Lager bauen hätten. Hear the song of the beast. Dreifach Fieber haben wir jetzt. Ja, Fieber ist nicht so schlimm. Also schlimm genug, klar, aber. Aber da verlieren wir zumindest keine Lebensenergie mit. Fuck off me! Damn it! Ah, ich muss hier hoch. Komm jetzt. Ach, komm mal, wir müssen das jetzt eigentlich nur noch verbrennen. Nur noch. Und was ist jetzt hier mit? Rüstung ablegen. Also ich glaube, eine ist kaputt, deswegen zeigt er mir das an. I need to rest. Ah, need to rest. Haben wir noch was zu essen dabei? Fleisch essen. Nein. Kleine Stöcker. Ah, Problem. Feuerstelle, ah, Mist. Ja, wir brauchen. Müssen irgendwie das Ding, den Kram jetzt abfackeln. Ja, wir müssen gleich eine Runde ratzen. Ja, da hattet ihr mir ja auch Tipps geschrieben. War das mit Kuh? Ne, mit Kuh war das nicht. Wie konnte man jetzt noch pennen? Kuh mit H. Mit irgendeiner Taste ging das nämlich. Stein werfen. Irgendeiner Taste konnte man hier schlafen.
Ja, hier, schlafen. Kriegen wir mir auch das Fieber weg? Na ja, gut, ist einfach nur abwarten. Und wir müssen uns mal ganz kurz angucken. Ach, da ist wieder so ein Vieh. Uah. Perfekt. Ja, Stöcker brauchen wir sicherlich auch, aber ich glaube, wir brauchen die Holzscheite hier gerade. Ich muss nämlich das Gift verbrennen. Thirsty. Thirsty. Sammeln. Sammeln. Guck mal, jetzt habe ich oben rechts sogar da jetzt eine Performance-Anzeige da. Wollte ich zwar auch nicht, aber passt schon. Habt ihr es auch mal gesehen? So, die Stickies sammeln. Immer noch 6 Fieber, ne? Heilige Mutter. Ach, warte mal, haben wir noch Wasser dabei? Ah, haben wir leider nicht mehr. Wie brauchen wir noch? Ja, das Problem wird nämlich jetzt sein, dass wir mal gucken, wegen der Energie haben wir, glaube ich, gleich das Problem. Und wegen Wasser. So. Also wir kriegen jetzt den Kram bis Moment abgefackelt. Hoffentlich haben wir auch genug Material dabei. Trockene Blätter haben wir noch 2, das ist gut. Holzscheite. God, we could use a drink. Ja, wir haben nichts gerade, nichts zu trinken. Da haben wir irgendwo. Bring nur ein bisschen. Ja, Igel, okay, alles klar. Nix. Easy nix. Ja, Fieber ist natürlich dramatisch. Versuchen wir trotzdem jetzt ein bisschen zu schlafen. Vielleicht nur ein bisschen. Müssen wir wahrscheinlich gleich eben ein bisschen pennen, sonst kriegen wir das Feuer nicht hin. So, Glut erforderlich. Müssen aber leider erstmal ein bisschen ratzen. Bisschen Energie. Ah, perfekt.
Oh ne, nicht schon, du schon wieder. Wir haben leider nichts mehr da. Scheiße. Gut erforderlich. Nutzen. God, I'm thirsty. Ja, thirsty, ich weiß. Ich weiß, du bist durstig, aber. Bitch! Nicht den Fuß anzünden aus Versehen. Okay, just give it some time and nature will heal itself. So, perfekt. 25 Vertrauen, sehr schön. Mühsam nähert sich das Eichhörnchen. So, jetzt müssen wir aber gucken, dass wir hier wegkommen. Ich weiß nicht, 33, irgendwas war das, glaube ich. Richtung Westen. Wir müssen also weiter Richtung Westen, würde ich fast sagen. Also mal gucken, ob das die Summe gleich abnimmt. Wir müssen auf jeden Fall hier rüber. Ich meine, aus der Richtung kamen wir immer. Aber zumindest haben wir das Giftproblem gelöst. Also hätten wir gar nicht das gar nicht anders schaffen können. Wir hätten tatsächlich jedes Mal durchs Wasser gemusst. 45. Müssen tatsächlich Richtung Westen. Wurm, ja, ich weiß. Wurm. Da haben wir ja auch Knochen, da haben wir ja auch ordentlich was zu Hause. Da können wir ein bisschen was machen. Ein bisschen was essen. Ein bisschen, ein klein wenig Energie tanken bzw. Gesundheit tanken. Ich weiß. Brechen gleich wieder zusammen. Könnten wir da vorne, glaube ich, ein kleines Nickerchen machen. Hier zum Beispiel. Aber wenn das Fieber dann auch erstmal wieder weg ist, dann ist auch alles wieder gut. Da vorne? Achso. Mist. Aber wir müssen unbedingt nach Hause. Wir müssen unbedingt unsere Wunden behandeln. Aber ich weiß nicht. Oh, warte mal. Unbekannter Pilz. Den können wir auch mal mitnehmen. Ich glaube, der ist tatsächlich auch fiebersenkend. Irgendwie nach Hause kommen. Irgendwie müssen wir es schaffen. Ich weiß nicht so richtig. Guck mal, hier war, glaube ich, der Baum, wo wir vorbeigelatscht sind. Wegen der Fasern. Oh! Im Moment, das ist ein anderes Lager, oder? You will never get back. Das ist ein anderes Lager. This village seems friendly. Jawoll! Aber es bringt mir gerade nichts, weil ich tun muss. Sehr cool. God, I could use a drink. Ja, wir brauchen aber unbedingt, ich muss irgendwie... Ja, wir haben wahrscheinlich die Quest schon erledigt hier. Ja, warte mal, wir machen das mal ganz anders. Brauch totes Tier, leider Gottes. Hey, leider Gottes, als ob. Mist. Ich
Alter. Wochen. Ganz wichtig. Brauch nur die Knochen eigentlich. Aber wir können uns auch mal gleich das Fleisch reinhauen. Gucken, ob wir da vorne in die Hängematte reinkommen. Da lauf doch ruhig rein, das bringt ja auch nichts. Können wir hier in der Hängematte vielleicht ein bisschen ratzen? Oh ja, sehr geil. Sehr gut. Aufwachen. Sammeln. Zwei Nadeln, okay. So, jetzt müssen wir das eigentlich mal gewuppt kriegen. So, jetzt müssen wir das eigentlich gewuppt kriegen. Noch mehr. Zwei Verbände habe ich noch. Und dann sehe ich links auch noch was. Was braten, würde ich sagen. So, Verbrauchsgegenstand Effekt unbekannt. Aber ich meine, mit den Pilzen war das, glaube ich, auch so. Mit den Pilzen war das nämlich, glaube ich, auch so, dass wir, dass wir damit viel besenken konnten. Ich meine, das ist mittlerweile fast sowieso egal. Weiter zerstören. Ja, wir brauchen Wasser eigentlich, ne? Need to rest. So, wir quatschen erstmal mit dem Heinz hier. Warte mal, können wir noch speichern hier an der Stelle? Doch noch sicherlich auch speichern, ne? You'll never get back. Nee, Heinz zu schlafen. Thirsty. Ja, ich weiß, du bist durstig. Speichern kann ich nicht gerade. So, quatschen wir mal kurz eine Runde. So, gib einfach auf, was? Bis dann. Neu? Gib einfach auf. Bis dann. Okay. Auch trotzdem Wasser. You'll never get back. Don't even try. You're never gonna make it home. Ja, Problem. Ich breche hier gleich wieder zusammen. This is your home back. This Nein! Ja, pellen wir doch einfach mal am Feuer. Das ist nur in Ordnung. Ja, haben wir natürlich wieder neue Viecher wahrscheinlich im Körper. Ah, eine neue Wunde. Ich habe gleich keine Bandagen mehr. Mann, das ist echt...
Das ist echt Mist. Gerade. Gut, wir müssen auf jeden Fall. Wir haben jetzt zwar Schlaf eine Gesundheit hier. Hallo, Kleiner. Kleine. Keine Ahnung. Ja, keine Ahnung. Ich komme irgendwann nochmal wieder. Irgendwann wird das ja gehen. Ja, ich weiß, du brauchst ein Getränk. Ich weiß es doch. Aber ich weiß gerade nicht, wie ich wieder nach Hause komme. Das ist viel wichtiger. Müssen wir mal ganz dringend nach Hause. Und wir, außerdem brauchen wir auch Bandagen. Müssen. Ach, guck. Sehr gut. Sehr gut. Bandagen brauchen wir herstellen. Müssen wir irgendwie den Weg nach Hause finden. Aber dass wir nun gerade noch ein Dorf finden, das habe ich ja nun auch nicht wirklich mitgerechnet hier. Mit vielen Sachen gerechnet, aber nicht mit dem Dorf. Wurm. Ja. Sieht auch so aus, als wenn da irgendwie was hingehört hier. Scheiße, was ist unser Lager? Wollen wir jetzt irgendwo hin? Naja, gut. Da geht es überall irgendwo hin. Frage ist nur, wohin? Wo sind wir denn jetzt überhaupt gerade? 45. Wir müssen also weiter Richtung Süden laufen, wenn ich das richtig sehe. Ach, wir sind so im Moors, ne? Seht ihr schon kommen? Wir werden hier wahrscheinlich wieder sterben. Oder können wir den ganzen Kram nochmal von vorne spielen? Ich hoffe, dass wir irgendwo vielleicht doch nochmal unser Lager finden. Wir hier durch? Ja, von dem Wasser sollten wir ja nichts nehmen, mein Freund. Hier sind wir rüber, ne? Hier sind wir rüber, wir kommen von da. Ach, nur nach Hause kommen wir, alles gut. Da haben wir Knochen, haben wir Essen. Aber wo Essen? Oh, das gibt uns aber Energie, sehr gut. Nur die Energie bringt uns jetzt erstmal gerade tatsächlich nicht so viel. Denn wir sind ja sowieso am Sterben. Obwohl, nee, stimmt gar nicht. Ich sehe jetzt gerade, dass die Anzeige dann doch sich langsam füllt. Aber die gehen halt wieder runter, weil wir ja immer noch irgendwo noch Würmer im Körper haben. Am und im. Scheiße. Aber wir sind schon wieder bei 43 Minuten. Nun gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle erstmal einen kleinen Break. Ich werde noch ein bisschen durch die Gegend laufen und gucken, ob wir hier irgendwo unser Lager finden. Und zumindest ein Hinweis darauf. Denn es sind auf jeden Fall Gegner. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge Green Hell wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.